Oh Gott. So, ich bin heute wieder auf die letzte Sekunde hierher gekommen. Letzte Minute. Beinahe hätte ich meinen eigenen Stream verpasst. Aber hab noch gemütlich 2 Minuten Spielraum. Alles gut also. Bin leider übrigens noch nicht dazu gekommen, das Spiel zu testen, Sakurak. Das werde ich mir am Samstag wahrscheinlich dann anschauen, am Wochenende. Bin ich schon gespannt drauf, weil Roguelites haben für mich sowieso immer Potenzial, cool zu sein. Und diese Pixel-Physik-Engine ist natürlich schon ziemlich cool. Da bin ich gespannt, was sie damit gemacht hat. Ja, eine Minute habe ich noch. Ich hatte Glück, dass alles aufs erste Mal jetzt wirklich funktioniert hat. Und ich nicht ewig lang rumbasteln musste. Es ist übrigens, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, das muss ich mal noch offiziell verkünden, aber ich habe jetzt den 24-Stunden-Stream nochmal nach hinten raus verschoben ein bisschen, damit, weil ich den Release von Animal Crossing abwarten wollte, weil ich kann mir vorstellen, dass mich das im 24-Stunden-Stream ein paar Stunden zumindest durchziehen wird. Und deswegen findet der Stream jetzt von 20. auf 21. statt, Freitag auf Samstag. Da fällt mir gleich der Controller aus der Hand. Genau. Okay. Es ist Punkt 19 Uhr. Dann starten wir. Machen wir wieder weiter im Abenteuermodus. Beim letzten Mal haben wir aufgehört bei einer Mission, die ich nicht wirklich erfolgreich beenden konnte. Oder nur semi-erfolgreich, weil uns der Enterhaken gefehlt hat. Aber den haben wir jetzt zum Glück. Hallo, Elisabero, wie geht's? Genau, ich würde jetzt auch die Mission nochmal machen. Die haben wir zwar schon gemacht, aber wir haben eben keinen A-Rang geschafft. Und nur mit A-Rang kriegen wir die neue Waffe für Link. Deswegen, ja. Ich wusste noch nicht mal, wann das erste Datum ist. Nee, ich habe eh noch kein Datum genannt gehabt vorher für den 24-Stunden-Stream. Ich hätte den nur schon früher geplant gehabt. Aber... genau, jetzt auf 20. Cool. So, ich glaube, wir haben beim letzten Mal das klassische Gewand gar nicht mehr ausprobiert. Ich finde, bei der Frisur haben sie es ein bisschen zu jung und stylisch gemacht. Die hätten wirklich so eine Captain Future tolle, Captain Future tolle oder so machen sollen. Der ist so, yeah, so ein hipper Influencer. Da hätte eigentlich die Frisur in Braun besser gepasst, als dieses... Aber gut, ansonsten gut getroffen. Ich nehme das Masterschwert wieder und jetzt versuche ich, dass wir hier Arang hinkriegen. Katka, hallo! Squid, Squid, hurra! Schreibt da, ganz genau. Ja, cool. Abonniert. Schon 12 Monate. Nee, eben noch nicht. Ich habe noch nicht reingeschaut, Sakurak. Am Wochenende werde ich dafür Zeit haben, denke ich mal. Okay, starten wir einfach mal. Ich glaube, das war eh so eine... Wir laufen rum und hauen alles kaputt. Eigentlich wie immer bei Hyrule Warriors. Was habe ich erwartet? Es gibt manchmal so Rätsel-Quests und sowas in der Art. Aber gut. Alles verhauen, bis der Drache kommt und dann den Drachen verhauen. Ich glaube, das ist alles, was wir hier machen müssen. Und dabei möglichst schnell sein, möglichst viel Gegner besiegen und möglichst keinen Schaden nehmen. Damit wir auch wirklich Arang kriegen diesmal. Das kann unter Umständen manchmal schwierig sein. Ärgerlich, wenn man dann am Schluss irgendwie... Weil manchmal dauern solche Missionen wirklich nicht wenig lange. Kann schon mal eine halbe Stunde dauern. Und wenn man dann kurz vorm Schluss nochmal irgendwie nervig Schaden kriegt, unnötigerweise... Und sich dadurch den A-Rang verdirbt, das ist bitter. Aber das sind halt. Das ist halt so Japano-Grindo-mäßig. Das muss man aushalten. Aber das kriegen wir schon hin. Ach ja. So. Was gibt's bei euch Neues im Chat? Bei mir nicht wirklich irgendwas Neues seit Dienstag. Es ist es, wenn man so viel streamt. Ich weiß gar nicht, was die Leute das machen, die irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag 8 Stunden streamen.
Über was reden die ganze Zeit? Ah, ich kann mich wieder erinnern, das war die Mission mit so unglaublich viel Geistern, ganz genau. Hallo, entriges Fichtenholz, wie geht's? Genau, das hat aber auch unglaublich viel Level eingebracht, diese Mission. Eigentlich eh voll cool. Wir kriegen hier sau viel Rubine und sau viel Erfahrungspunkte. Selbst wenn wir es nicht schaffen sollten, dass wir A-Rang schaffen, aber ich bin zuversichtlich jetzt. Ist es nicht umsonst. Es ist nicht umsonst, Link. Und natürlich Materialien nicht zu unterschätzen. Wir reden über den Alltag. Mein Alltag ist, dass ich hier sitze und den ganzen Tag Videos mache. Ah, Zakurak wird mal einen Katka besuchen. Cool. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz zurück. Nicht, dass die da oben meine Verbündeten verhauen. Deswegen geht man gern mal Game Over. Na, schaue ich mal gegenüber wahrscheinlich. Fichtenholz ist besser. Okay, ich bleibe bei Fichtenholz. Wenn ich es mir merken kann. Und wenn nicht, muss ich mich vielleicht noch ein, zwei Mal dran erinnern. In Zukunft. Wir hauen jetzt schon gut rein, das ist schon krass. Ich habe jetzt die Story ein bisschen weitergespielt, den Adventure-Modus, gestern Abend noch, damit wir eben den Enderhaken kriegen und haben ein paar Level noch für Link freigespielt. Er ist noch ein bisschen hochgelevelt und den Unterschied merkt man schon im Vergleich zu gestern oder vorgestern. D3, da gab es jetzt schon lange Gerüchte. Die E3 wurde jetzt offiziell abgesagt. 2020 wird es keine E3 geben. Wegen Coronavirus. Wegen Ansteckungsgefahr. Da haben ja schon einige Publisher im Vorfeld gesagt, dass ihnen das zu gefährlich ist und deswegen wollen sie nicht. Ja, genau. Krass, oder? Keine E3. Das ist schon irgendwie... Seit wie vielen Jahren gibt es die E3 jährlich? Ich meine, die hat in den letzten Jahren sowieso schon auch ein bisschen abgebaut. Immer mehr sind weggegangen. Immer mehr haben irgendwie auf anderen Weg ihre News rausgebracht, ihre Informationen. Trotzdem war es irgendwie noch so ein Weihnachten im Sommer, auf das man sich freuen kann. Mir ging es zumindest immer so. Schon schade, dass das jetzt wegfällt. Ein Informationsweihnachten. So, holen wir uns mal die Feder drüben. Ah, ihr macht ein Brettspiel-Stream. Das finde ich ja cool. Schreibt das unbedingt, wenn es soweit ist, im Discord. Aber das macht ihr eh bestimmt, oder? Dann schaue ich da rein, wenn ich Zeit habe. Ja, cool. Am Montag offiziell schulfrei? Auch wegen Coronavirus? Nur am Montag oder länger? Ich meine, das macht ja Sinn. Ich meine, zumindest wenn es in der Gegend irgendwie Vorfälle gibt, dann ist es ja vernünftig, dass man mal für eine oder zwei Wochen am besten, wenn man auf ganz Nummer sicher gehen will, zwei Wochen auch die Schule zumacht. Es wurde ja auch der Studienstart jetzt in Bayern nach hinten verschoben deswegen. Hey, The Cluedo, hallo! Das ist eigentlich ein Dynasty Warrior Mod? Nee, nee, das ist ein offizielles Spiel. Das ist kein Mod, das ist Hyrule Warriors. Das ist wirklich vor 8 Jahren, 6 Jahren vielleicht für die Wii U zum ersten Mal erschienen, weil das nicht sehr erfolgreich war. Also die Wii U einfach nicht sehr erfolgreich war. Kam es kurz drauf nochmal für den DS und jetzt eben in der Definitive Edition nochmal für die Switch mit... Eigentlich nur mit verbesserter Wii U-Grafik und dem ganzen DS-Content, der mehr war als in der Wii U-Version. Ich glaube, sonst, ich weiß gar nicht, ob es noch was Neues obendrauf gibt. Ein Content. Aber da ich die DS-Version nie gespielt habe, umso besser. Aber es ist offiziell von den Dynasty Warriors-Machern. Also es ist ein offizielles Dynasty Warriors-Spiel, nur eben mit Zelda-Lizenz.
die Ferien haben sie auch gestreckt. Okay, cool. Ja, ich meine, warum nicht? Es gibt ja wirklich keinen Grund zur Panik, meiner Meinung nach, was Coronavirus angeht. Dafür sind die Infektionsraten auch zu niedrig. Solange das nicht irgendwie mal exponentiell wächst für ein paar Tage, dann gibt es wirklich Grund. Also zur Panik immer noch nicht, aber zur Vorsicht. Aber so ist die Infektionsrate im Vergleich zu den Erkrankten eigentlich echt chillig in Deutschland. Insofern, aber man muss ja auch nicht unvernünftig sein. Und gerade wo viele Leute auf einen Platz kommen. Und es geht ja gar nicht um die Schüler. Die Schüler sind mir doch wurscht. Nee, Quatsch, aber gerade bei Kindern verläuft ja der anscheinend recht mild auch. Und gesunde Menschen müssen sich ja eh keine Gedanken machen deswegen. Aber man wird halt zur Gefahr für andere, für chronisch Kranke und für Alte. Und das ist halt blöd. Da sollte man halt deswegen vorsichtig sein. Ja, der ist auch schon relativ hochlevelig jetzt eben, der Link, deswegen metzelt sich der da so durch. Ich meine, die ganzen kleinen Gegner hier sind sowieso nur Kanonenfutter, ist eh klar, aber gut. Ich versuche mal ein paar unterschiedliche Kombos zu machen. Ich mache irgendwie immer das Gleiche. Ich habe mir einfach angewohnt, weil ich gestern Abend oder überhaupt abends oft noch so stundenlang dahin grinde, dass ich einfach das Effektivste immer wieder und immer wieder mache. Aber ich glaube, zum Zusehen ist es besser, wenn ich ein bisschen kombiniere. Ein bisschen Abwechslung bringe, so viel halt möglich ist in dem Spiel. Bling. Oh, eine goldene Skulkulla ist erschienen. Die hätte ich schon gerne. Das habe ich jetzt irgendwie übersehen, die Meldung. Ich hoffe, das schaffe ich noch rechtzeitig hin. Wie ihr seht wahrscheinlich auf der Minimap das Spinnennetz. In diesem Bereich ist die jetzt irgendwo. Da muss ich jetzt ein bisschen lauschen, weil die sieht man nicht, die hört man nur. Und dann levelt man durch das Sammeln der Skulkullas vor allem den Shop hoch im Spiel. Ah, da ist sie schon. Na dann, wunderbar. Jetzt gibt es eh nur noch eine Basis, die wir einnehmen müssen. Das ging jetzt echt flott hier. Da, den haben wir auch noch. Ah, okay. Ja, ich fand's ganz cool. Ich fand's ganz passend, dass du gerade noch Breath of the Wild gestreamt hast und jetzt invadest. Nee, invaden sagt man nicht. Wie sagt man? Raidest du. Raidest du mein Hyrule Warriors Stream. Total Zelda-Theme heute. Was, der Stream ist tot? Wirklich, mein Kontrollstream geht noch, Cludo. Schau mal, ob nur dein Stream tot ist. Aber du hörst mich jetzt nicht mehr, wenn der Stream tot ist. Aber ich glaube, der Stream ist nicht tot. Hallo, Princess Nadi. Ich sage einfach Nadi. Hallo, Nadi. F5 regelt das, genau. Was hast du eigentlich beruflich gelernt? Ursprünglich habe ich Kinderpfleger gelernt. Also quasi die Vorstufe vom Erzieher. Hab dann auf dem zweiten Bildungsweg mein Abi gemacht. Und hab dann erst Biologie ein paar Semester studiert und dann Bildungswissenschaften. Und jetzt sitze ich hier und spiele Zelda. Ich finde, besser hätte es nicht laufen können. So. Hey, wann kommt denn der Drache? Hier mussten wir doch irgendwie den Drachen umbringen, oder? Und warum ist das Tor noch verschlossen? Ah, ich verstehe. Habe ich die falsche Mission versehentlich genommen? Ich weiß nicht genau. Ich muss mal für die Mütze einen Link unten in die Beschreibung setzen, weil die ist relativ billig auf Amazon zu kriegen. Und ich kann auch noch einen Affiliated-Link machen. Dann wäre ich reich mit Mützenprozent.
wie nennt man das? Provision, Mützenprovision. Genial, ich gehe ins Hasenmützengeschäft. Aber da muss ich wirklich einen Link mal unten reinsetzen, weil da fragen immer viele nach der Mütze. Und genau, ist schon cool. Ah gut, es geht noch weiter. Weil wenn es jetzt vorbei gewesen wäre, hätte ich wirklich die falsche Quest gewählt, die falsche Map. Aber funktioniert alles. Puh. Das erste Mal, dass du Twitch nutzt. Skyline. Cool. Ja, ich hab's gerade noch gelesen, dass du, glaube ich, gestern oder wann es warst, der aktuellste Abonnent bist. Genau. Deswegen habe ich den Namen noch im Hinterkopf gehabt. Also nicht Abonnent im Sinne von Abonnent auf Twitch, sondern Follower. So war das. Also kinderlieb scheinst für die Schule genug zu sein. Also als Lehrer. Als Lehrer. Ich habe da sogar mal drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ich glaube, das wäre zu frustrierend, dass ich so an den Lehrplan gebunden bin. Ich glaube, schon allein deswegen wäre es nichts für mich. Warte mal, wir müssen kämpfen. Ganz genau, jetzt habe ich auch die richtige Waffe, dass der Kampf nicht irgendwie eine Viertelstunde dauert. So, das ist schon besser. Und früh aufstehen. Das früh aufstehen als Lehrer, ich glaube, das wäre auch furchtbar. Das konnte ich noch nie früh aufstehen. Na komm, mach einen. Das ist immer bei diesen Bossmonstern in diesem Spiel so eine Sache. Man muss einfach immer Glück haben, dass die ihren Angriff machen, dass man kontern kann. Und manchmal sind sie kooperativ und spammen den ohne Ende. Und manchmal muss man irgendwie einfach eine Stunde warten und dann ist es nervig. So, aber jetzt haben wir ihn. So, noch looten und fertig. Gut, ich glaube, das dürfte A sein, hoffentlich. Oh, oder ich habe nicht genug Gegner getötet. Es ist A. Perfekt. Hast schon. Geschafft. Und wann machst du eine E-Sport AG? Ich glaube, für E-Sport bin ich erstens zu alt. Vielleicht. Kommt aufs E-Sport-Spiel an. Aber vor allem nicht kompetitiv genug. Ich bin eher so der chillige Koop-Spieler. Spiel gerne alleine oder wenn Multiplayer, dann gemeinsam. Aber gegen andere Spiele macht mir einfach keinen Spaß. Außer vielleicht bei Mario Kart. Da ist es was anderes irgendwie. Hey Ramsi, vielen Dank. Dankeschön für diese gute Spende. Der Retter Ramsi ist wieder da. Hallo. Heute kam mein neuer N64-Controller an. Die bestellten Animal Crossing Karten. Hab eine doppelt. Hast du da so gebrauchte einfach gekauft? Oder wie? So ein Schuhkarton voll. Na, so viel gibt's auch wieder nicht, aber Kleinschuh, Babyschuhe vielleicht. So ein Babyschuhkarton voll. Ja, auf Animal Crossing freue ich mich tatsächlich echt schon. Das hätte ich im Vorfeld gar nicht so gedacht, aber in den letzten Wochen ist der Hype gewachsen. Ich habe an die, vor allem die GameCube-Version, sehr nostalgische Erinnerungen. Home Designer war nicht unbedingt mein Lieblingsteil dann. Und was sie sich bei diesem Brettspiel für die Wii U gedacht haben, also wirklich.
Aber gut. Ach so, bei Amazon gibt es die Karten noch zum Originalpreis. Okay. Na gut. So, Rang A geschafft. Wunderbar. Und somit haben wir die neue Waffe, die Silberhandschuhe. Ich habe das Gefühl, die haben die in dem Wii U-Teil, in dem Switch-Teil schlechter gemacht. In meiner Erinnerung sind die Silberhandschuhe nämlich die absolut übertrieben erste Waffe. Aber die eine Combo, die ich immer gemacht habe damit, die einfach ganze Räume ausgeleert hat, die gibt's irgendwie nicht mehr. Aber vielleicht hatte ich nur die Silberhandschuhe, also, weil ich habe das mit meiner Schwester jetzt übers Wochenende bei ihrem Savegame gespielt, die hat das schon hochgelevelt ein bisschen mehr. Aber vielleicht muss man erst noch weiter hochleveln, damit man diese eine Super-Kombo freischaltet. Weil ich fände es fast komisch, wenn die das ändern. Aber vielleicht war es doch zu mächtig. Ich weiß es nicht. Wir werden es vielleicht heute rausfinden. Ich weiß es nicht. Okay. Weiter geht's. So, Waffen, Charaktere, Kostüme sind unsere Prioritäten. Wo gehen wir denn da jetzt als nächstes hin? Da hinten wäre die nächstmögliche Waffe. Dann machen wir die Mission hier. Arbeiten uns dann nach oben vor und dann nach rechts rüber. Und dann ein bisschen weiter oben ist die nächste Waffe und ein Charakter. Perfekt. Welcher Charakter ist es denn da oben? Ah, Horror Kid. Cool. Ja, Horror Kid. Warum ist Horror Kid hier? Manchmal verstehe ich das nicht. Warum ist Horror Kid hier? Tingles. Ich glaube, im ersten Zelda gab es auch noch kein Tingles. Und Midna in ihrer menschlichen Version. Das ist komisch, dass die auf der Karte sind. Weil es gibt doch eigentlich extra eine Schattenkarte und eine Terminia-Karte und so. Naja. Okay. Machen wir trotzdem. Deswegen schalten wir sie jetzt trotzdem frei. Besiege schnell alle Riesenmonster. Begrenzt auf Dingsdibumsdi. Darunia. Schauen wir mal, ob wir den gleich noch ein bisschen upgraden können. Cool, wir können seine Standard-Kombo gleich mal aufs Maximum upgraden. Jetzt kann er die neue Kombo BBBBBY. Cool. Die Spezialleiste füllt sich deutlich schneller auf. Und der Charakter erhält einen zweiten Spezialangriff. Eine zweite Spezialangriffsleiste. Das ist wirklich super. Das ist echt sehr wertvoll, ein zweiter Spezialangriff. Der hat leider keine Outfits. Ich glaube, jeder in dem Spiel hat Outfits, glaube ich. Aber meistens sind es dann nur so Color Swap. So ein bisschen langweilig. Aber gut. 4-Sterne-Hammer. Was Besseres haben wir eh nicht. Haben wir irgendeinen, der... Na, okay. Sternbonus bedeutet, dass die neuen Waffen, die ich finde, potenziell mehr Sterne haben. Also besser sind als die anderen. Im ersten Zelda gab es nur Link. Zelda, Ganon und theoretisch Impa. Warum theoretisch? Wer war denn theoretisch Impa? Die anderen hatten keine Namen, oder wie? Oh, ich kann Link mitnehmen. Dann nehmen wir Link auf jeden Fall mit. Einfach nur deswegen, weil er überpowered ist. Ah ja, stimmt. Und seine neue Waffe können wir uns gleich mal anschauen. Cool. Kombo-Angriffe mit dem Handschuh. Kann ich gleich mal ein bisschen upgraden, aber leider nur eine Stufe. Und eine dritte Spezialangriffleiste. Das ist ziemlich cool. Mit dem Gesicht der grimmigen Gottheit 2. Jetzt können wir drei Special-Angriffe speichern und mitnehmen. Das macht ihn sehr mächtig. So, wen nehmen wir denn noch mit? Wen hatten wir denn noch gar nicht? Hatten wir Ruto schon mal dabei? Bin mir nicht sicher jetzt. Ich glaube, Agneta hatten wir bestimmt noch nicht. Doch, die hatte ich mal dabei, weil sie so nutzlos war, weil sie halt erst Level 3 ist. Ich kann ja mal aufs Level gucken, das ist eigentlich eine gute Idee. Ach so, nee, weil ich die teilweise ja... Nehmen wir den Jungling mit, den hatten wir ganz bestimmt noch nicht. Grimmige Gottheit. Los geht's. Impa wird in der Bedienungsanleitung erwähnt. Ach was, das ist ja interessant. Also gab es die da theoretisch wirklich schon. Das macht sie, da habe ich doch beim letzten Mal noch gesagt, dass die doch irgendwie ein sehr spezieller, besonderer Charakter ist, weil die immer wieder vorkommt. Und die scheinen dann,
das Triforce gebunden zu sein wie die anderen drei. Nur ihre Rolle weiß man nicht. Aber vielleicht... Oder auch nicht. Wer weiß. Oh, das passt ja voll gut, dass wir jetzt hier mit unserem Goronenhäuptling gegen König Dodongo kämpfen. Perfekt. Machen wir das. Na komm. Auch hier muss man jetzt einfach warten, bis er mal kooperativ ist. Ich weiß noch nicht, ob man... Ich habe manchmal das Gefühl, man kann den so ein bisschen baiten. Aber vielleicht bilde ich es mir nur ein. Vielleicht ist es rein zufällig, welche Angriffe er macht. So, wartet mal, dann benutze ich gleich mal unseren Magieangriff, wenn wir schon einen haben. Damit kann man die großen Monster immer gleich einmal in ihren benommenen Zustand versetzen und muss nicht extra, ihr wisst schon, hier, die spezielle Waffe, das spezielle Werkzeug benutzen. Nein, ach komm, da hat jetzt noch ein kleines Stößchen, ein Schubser gefehlt. Naja, zum Glück ist er kooperativ, aber das hätten wir jetzt ein bisschen schneller haben können. Da. Ach so, na gut. Dann halt nochmal. Gut, nochmal das ganze Prozedere und dann dürften wir ihn besiegt haben. Oh, das ist aber nett von ihm. Das ist cool, dass er gleich zweimal hintereinander seinen Feuerspei-Move macht, damit wir ihm Bomben reinwerfen können. Und jetzt können wir ihm Magie absorbieren. Das ist auch was Neues, das gab es früher nicht. Da kann man seine Magieleiste füllen, indem man einfach nur auf die Gegner einschlägt. Auf die Monster. Das ist eigentlich ganz cool. Kann ich, glaube ich, sogar jetzt theoretisch machen. Ist aber ein bisschen gefährlich. Ach nö, nicht rollen. Ach, er rollt gar nicht. Okay. Doch, er rollt. Da. Oh nein, Ruto ist im Bedrängnis. Ich habe nicht geguckt, ob das eine Siegesbedingung ist, dass die überlebt. Aber ich würde den jetzt echt gern noch besiegen. Jetzt sei halt nicht so. Mach bitte. Ah. Einmal kurz. Er ist nicht sehr kooperativ. Dann haue ich ein paar Minions in der Zeit. Bitteschön. Das gibt's ja wirklich nicht mehr. Also komm. Ah, ich hasse ihn so. Aber nach dem macht er ganz oft sein Feuerspucken. Genau. Ich würde fast sagen, 90% der Fälle nach diesem Feuermove. Gott sei Dank. Puh. Ah, stimmt. Eine gelbe Riesenschnecke für unsere Fabrikanlage. Okay, den haben wir. Wo ist denn Link? Hier ist er. Sehr gut, genau richtig. Wo ist denn Ruto? Die hätte ich gern gerettet. Aber so schlimm scheint es dir noch gar nicht zu gehen. Ja. Hier, das meine ich. Nach diesem Suplex hat er eigentlich immer so einen Rundumschlag gemacht, der alles kaputt gemacht hat. Aber vielleicht kommt das erst noch. Kann ich mir vorstellen. Muss ich vielleicht die Waffe einfach nochmal upgraden, eine Stufe. Hey, dankeschön. Mit Link dürften wir König Dodongo auch ein bisschen schneller wegkriegen. Obwohl, bin mir gar nicht sicher. Jetzt muss ich nochmal, wenn ich die gelbe Energieleiste voll habe, den Special Move mit den Krafthandschuhen und der Eisenkugel, den er macht mit seiner gelben Spezialleiste, den habe ich nie so ganz verstanden. Ich glaube, dass er quasi die komplette Erde nimmt und irgendwie einmal rumschleudert. Aber gegen was schleudert er die Erde und warum macht das allen Schaden? Und
Das macht alles keinen Sinn. Aber ich kann mir das nicht anders erklären. Vielleicht ziehen wir es noch. Ansonsten beim nächsten Kampf dann. Ah! Oh, jetzt wäre durch das Level-Up meine gelbe Special-Energie-Leiste voll. Jetzt haben wir leider schon gewonnen. Aber Link nehmen wir nochmal mit seinem Dingsy da. Mit seinem Krafthandschuh. Kugelsternchen. Cool, wir haben Rang A geschafft. Das heißt, es gibt sogar noch einen Herzcontainer für Darunia. Kurz und schmerzlos. Wunderbar.